Wir befinden uns hier in Graz, im Norden von Graz, im Nette Alte Dame Records Studio. In diesem Studio hat die Band Ghoulies ihr viertes Album Aliens aufgenommen. Ghoulies ist eine Band von vier mittelalterlichen Herren, die relativ nett sind, aber ob sie jetzt wirklich so nett sind, wie wir uns das gedacht haben, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Heißt Aliens. Mir würde interessieren, können Sie mir zur Entstehungsgeschichte von dem Album ein paar Geschichten erzählen? Der Wolfgang kann das sicher. Ja, es ist eine Mischung aus verschiedenen Epochen der Schaffenskraft der Band. Es sind ganz neue Sachen drauf, die wirklich erst in den letzten Monaten vor Mastern und Mixen schon sind. Und es sind ein paar ältere Sachen auch dabei. Aliens machten Station war das ursprüngliche Lied, das ist ein älteres Lied. Das haben wir schon einmal eingereicht zum Protest-Song-Contest, kann ich mich erinnern. Genau. Das muss so 2012, 2013 gewesen sein. Ja? Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 9 bis 10 Jahren, wo die Lieder entstanden sind. Genau, und Stable Condition zum Beispiel ist auch schon ein Lied, das wir schon live zu zweit schon gespielt haben, zum Beispiel im Vakuum, in dem Wohnzimmerkonzert. Ja, und es gibt einige Songs, die eben völlig neu und die wirklich erst in den letzten Monaten dann entstanden. She fired with a rifle. She killed three men with shots in their heads. Anton Wittmeier, der Bassist von Ghoulies. Was mich interessieren würde, es heißt immer, die Bassisten sind so die coolsten, die ruhigsten in einer Band. Gilt das für dich auch oder wirkst du nur auf der Bühne so gelassen und so stoisch? Fangfrage. Ich vermute, dass die Bassisten deswegen die ruhigsten auf der Bühne sind, weil sie sich meistens aufs Spülen konzentrieren. Im Gegensatz zu den Frontmännern. Aber ich sehe es für mich schon so. Also mein Zugang zur Musik ist über die Musik. Und dementsprechend bin ich froh um jeden, der vor mir steht in einer Band. Hannes Ressi, der Drummer der Band. Du kommst aus Hermagor in Kärnten. Hermagor ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass man dort Schlagzeuger wird. Wie bist du Schlagzeuger geworden? Ich glaube, müssen dürfen. Vergatterung für die Blasmusik. Das heißt, du hast in einer Blasmusik begonnen? Das sind die Wurzeln, ja. Nach wie vor. Also wenn ich tatsächlich wieder oder im Sommer in Hermagor bin, spiele ich schon mit. Markus, du bist ja unter einem Künstlernamen oder unter einem Pseudonym in der Band, Zach E. Rust. Ja, wo kommt der Name her? Was bedeutet der? Der Name, den ziehe ich jetzt schon seit 15 Jahren irgendwie hinter mir her, mehr oder weniger. Und der kommt aus der Idee einfach, dass man für das musikalische Arbeiten Pseudonyme
in Form von Akronymen einfach erstellt. Also Zachy Rust ist ein Akronym eines tatsächlichen bürgerlichen Namens. Du hast vor 11 Jahren die Band gegründet mit Markus gemeinsam. Wenn du jetzt auf deine Reise zurückschaust, so in diesen 11 Jahren, was hat sich da alles getan? Mit welchen Dingen bist du besonders glücklich gewesen? Was hättest du dir anders vorgestellt? Hat es überhaupt Pläne gegeben von Anfang an? Irgendein Konzept, eine Idee, wo sich das hinentwickeln soll? Nein, das hat es nicht gegeben. Also es ist eine unglaublich tolle Reise, die sich total entwickelt hat. Also wir haben angefangen auf meinem Balkon die ersten Sachen irgendwie zu spielen. Zu zweit damals noch. Zu zweit, zwei Gitarren und herumgeblödelt. Und aus dem ist tatsächlich sind dann Auftritte passiert. Und das hat sich immer weiterentwickelt und ich habe jeden Tag mit jedem Bandmitglied und mit jedem Song was dazugelernt und das ist die unglaubliche Reise eigentlich. She's been overpowered by the police. She's been overpowered by the police. Ich habe sie jetzt bei dem Album zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, eine Schallplatte und eine CD rausgeben. Was war da der Grund dafür, Schallplatte aufzulegen? Die LP ist sicher so ein Liebhaberstück, so eine Besonderheit für uns selber, weil wir es auch wirklich bei Hand gemacht haben. Also vor allem den ganzen Druckprozess haben wir gemeinsam begleitet. Gibt es ja gerade einen Siebdruck, die Cover gestaltet? Genau, mit dem Paul Pritz gemeinsam, der in Graz Siebdruckkünstler ist. Und das hat dann eine besondere Beziehung dazu. Und wir kennen und wollen, und ist auch völlig illusorisch, große CD-Produktionen zu machen. Also das liegt uns auch nicht und wir verkaufen die auch nicht. Und insofern ist sozusagen diese editierte, handwerklich gemachte, handcrafted Version einfach ziemlich nahe für uns, oder? Gibt es ja, glaube ich, in limitierter Auflage auch nummeriert. Also wir haben 100 Stück, wobei wir 4 Covers haben, die zu jeweils 25 Stück aufgelegt werden. Und ich finde auch, also dass die Platte hat einfach, wir kommen aus der Zeit der Platte. Ja? Also wir sind keine junge Band, sondern wir sind eine Band von Musikschaffenden und Hörenden, die eben aus den 70er und 80er Jahren kommen. Für uns ist die Schallplatte auch noch etwas, das einen speziellen Wert hat und auch eine spezielle Form hat einfach. Ja? Und es ist natürlich schön, dass die Platte oder Vinyl jetzt wieder so ein Revival erlebt, weil sie uns einfach bekannt ist und weil es etwas ist, das auch Erinnerungen an früher dann auftut. Und es ist schön, eine eigene Platte zu produzieren. Ja. Uns von eurem neuesten Album von Aliens ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen? Aliens ist eigentlich schon ein Produkt des Willens, hauptsächlich von Wolfgang Gullis, weil wir eigentlich in der Corona-Phase im Aufbau begriffen waren, also was neues Material betrifft. Wir hatten die erste Platte zu dem Zeitpunkt eigentlich ausreichend live bespielt. Haben Lust gehabt, eigentlich alle miteinander schon auf neues Material. Und
nach meinem Gefühl war es dann überraschend schnell, bis wir dann zur nächsten Platte gekommen sind. Das ist dann eigentlich relativ schnell gegangen. Das heißt, wir haben sehr frisches Material gehabt und haben das eigentlich im Gegensatz zur ersten Platte auch etwas organischer umgesetzt. Für mich ist die Platte jetzt auf der einen Seite musikalisch vom Rohmaterial her abstrakter wie die erste fast, aber sie ist auf eine organische Weise entstanden, eine organischere Weise. The flowery property faces the ruin. Just dug digging for old bones, but not for cares. Was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann, wie passt jetzt der Metal-Stil und die Blasmusik mit Bullies zusammen, vom Drum-Stil her? Ist das leicht für dich, da dich einzuordnen, oder ist das eine große Herausforderung? Das ist leicht, da schließt sich der Kreis von Blasmusik über Metal, über Punk, über Funk, über Klezmer, über Avantgarde. Sollte von jedem was dabei sein, auch vom Jazz. Was gefällt dir an Gullis ganz besonders? Warum bist du jetzt seit 11 Jahren schon dabei? Ich mag an Gullis sehr gerne, dass man sich ausleben kann musikalisch, dass es die Möglichkeit gibt, ohne Genregrenzen, ohne Zwänge und ohne jetzt, ohne geistige oder musikalische Grenzen einfach zu agieren und einfach sich auszuleben. Das habe ich sehr gut gefunden bei Gullis. Bei deiner Musik, der Text. Du hast mir mal gesagt, dass die wenigsten Menschen denn die Texte hören, eigentlich bei Liedern. Aber deine das Texte ist wissenschaftlich erwiesen, ja. Genau, ja. Aber deine Texte sagen ja sehr viel aus. Ja. Ist es für dich schlimm, dass Texte dann keine Rolle spielen und die Leute das gar nicht mitkriegen, oft, worum es inhaltlich geht? Das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen in Studien, dass, glaube ich, ein ganz geringer Prozentsatz nur auf die Texte tatsächlich hört. Aber ich finde, das macht ja nichts. Denn wenn die Musik gut ist und wenn sie uns passt und wenn sie uns gefällt und wenn sie sozusagen eine Einheit bildet, dann kommt trotzdem das rüber, was man in den Texten dann hören kann. Und wer sie dann wirklich noch interessiert und wer irgendwie angesprochen ist, der wird sich auf den Text dann irgendwann einmal auch konzentrieren und reinhören und vielleicht dort auch was finden. Du hast deine Geschichte bei Gullis, die anschaust, die letzten 4 Jahre. Wo wird Gullis in 4 oder 5 Jahren stehen? Geht es auf einen anderen Planeten oder entwickelt man sich in diese Richtung weiter? Es hängt von den Aliens ab. Ob die uns mitnehmen, dann sind andere Planeten durchaus in Reichweite. Würdest du das wünschen oder möchtest du lieber bleiben? Was ich sehr schätze an Gullis ist, dass es musikalisch immer, also dass es da keine Limits gibt. Weil es eigentlich ein recht offenes Konzept ist und deswegen rechne ich fix damit, dass wir da auch in 4 Jahren wo sind, wo wir jetzt noch nicht wissen, dass wir dann dort sein werden. Mhm.
was sehr spannend ist. Ja. Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, in 4 Jahren, wohin werdet ihr euch weiterentwickelt haben? Wohin geht die Reise mit Gullis? Auf größere Bühnen geht sie. Auf größere Bühnen? Ja. Grandson will repair the lens. The sad mission is accomplished. The last picture in your eye was a seagull in the sky. In the sky. Ich habe deine Kollegen vorher schon gefragt, wo ihr euch in ein paar Jahren seht. Aber auf größeren Bühnen vielleicht. Ist das ein Ziel für dich, auch auf größeren Bühnen zu spielen? Oder sagst du, wenn Gullis die nächsten 11 Jahre so weitergeht wie jetzt, ist das genug? Oder möchtest du noch wohin mit Gullis? Gibt es da noch irgendwas, wo die Reise hingehen soll? Musikalisch oder geografisch? Geografisch war die Reise ja schon auch in Finnland unter anderem und in verschiedenen Ländern. Also ich finde das ja... Das Cool ist jetzt ein Projekt, ist, das nicht Musik für die ganze Welt macht, meines Erachtens, ja, sondern es gibt einfach unterschiedliche Ausrichtungen von Musik. Ja. Wir sind jetzt nicht der nächste kommende Pop-Act und wir verstehen uns auch nicht als Band, die jetzt das Nova Rock headlinen möchte, gell, sondern wir wollen schauen, dass unser Publikum wächst, dass es ein bisschen mehr Leute gibt, die von diesem Gullis-Virus infiziert werden, und das ist dann schon ausreichend. Wenn es dann 50 Leute oder 100 Leute sind, vor denen wir spielen, ist das auch gut. Also bei meinen Kindern ist euch das schon gelungen, kann ich sagen. Ja? Die sind fanatische Gullis-Fans. Ja? Das finde ich cool, super. Bandmitglieder gesagt, erstens einmal, dass sie mit der Reise sehr, sehr glücklich sind, die bis jetzt war, und auch kann, ja, sagen wir, ein schöner Schmäh. Und dann nicht wissen, wohin die Reise geht. Weißt du es auch nicht? Oder ist die Reise offen? Wohin entwickelt sich die Band weiter? Ja, das kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen. Wir sind in einem semi-professionellen Hobby-Status, dass wir sehr ernst nehmen. Wichtig ist, dass es uns Spaß macht. Wichtig ist, dass wir was Neues machen, was lustig, spannend ist, was manchmal auch experimentell ist, wo sich alle irgendwie gut fühlen. Und wenn das zusehends mehr Leute interessiert oder die das dann auch hören wollen, dann sind wir froh. Na klar wollen wir im Wembley spielen, sicher, ich meine, keine Frage. You're just astonished. You're just astonished. Just astonished. Just a star.